Jetzt müssen wir das Wasser nämlich wieder anmachen. Ja, man hat es nicht leicht. Wasser aus, Wasser an. Das Spiel kann sich auch nicht entscheiden. Aber anscheinend ist das Wasser, der Wasserschalter und der Ausgangsschalter miteinander verbunden. So. Und hoch da. Und los geht's. Wasser wieder rein. Aber dafür die Tür wieder auf. So. Jetzt gucken wir nochmal runter. Haben wir das Medipack diesmal mitgenommen? Ja. Gut, dann springen wir da erstmal wieder rüber. Und hoffen, dass wir durch einen beherzten Sprung hier auch wieder reinkommen. So. Gut, und zurück. Somit haben wir schon mal einen Schalter bekommen. Also ein Teil. Und wir können uns glücklich schätzen. So, das nächste wird aber auch nicht so einfach sein. Aber wenn wir das Teil, wir brauchen jetzt noch das zweite Teil. Und wenn wir das gekriegt haben, sind wir mit dem Level fertig. Aber ich sag's euch ja, es wird nicht so einfach sein. Jetzt kommen wir nämlich wieder geradeaus. Okay. Und gleich werden wir abgeballert. So, diesen Weg müssen wir uns eigentlich ziemlich. Mist. Mein Leben schwindet gerade wieder. Gut merken. So. Jetzt laufen wir hinten hin. Scheiße, oh, war hier was. So. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen und das war jetzt hat schon, war schon aufregend genug für meine Verhältnisse. So, wir müssen jetzt diesen Schalter drücken, ganz schnell dahin hechten und. In Bewegung bleiben, Mädel. Du hast heute Abend so viele Jungs, die mit dir tanzen wollen. Man gewöhnt sich dran. Wo geht's denn hier raus? Jetzt kommt nämlich ein Cyborg. Weiterlaufen. Und das war jetzt unklug. Weil sie stirbt. Ja, das ist echt so ein Problem. Man muss ja echt drauf aufpassen, dass man. Das ist geschafft? Ach nee. Ach so. Man muss hier echt, echt, echt drauf aufpassen. So, ich drücke jetzt nochmal den Knopf. Ich habe da so echt Angst vor. Ja, das ist mir jetzt wurscht. Hier kommt jetzt wieder der Cyborg und Schießen und so weiter bringt nichts. Der ist ziemlich. Oh, das war so klar. Warum kann sie nicht einfach. Okay, und darüber und hier rüber und einmal ganz kurz. Medipack. Und ich weiß nicht, ob das Speichern jetzt schon was bringt, weil ich speichere einfach mal ganz unten. Weil wir müssen jetzt nämlich schneller als der Cyborg sein. Und zwar zu diesem Schalter, den wir unter uns sehen, gelangen. Und das ist so eine Mordsarbeit. Oh. Ist er jetzt drin? Wir haben ihn eingesperrt, gleich beim ersten Mal. Ich kann mein Glück kaum fassen. Wie habe ich das denn bitteschön geschafft? Speichern? Wir mussten den Cyborg nämlich einschließen im Giftgras. Und jetzt müssen wir hier nur noch, hier ist Giftgras übrigens drin, den richtigen Weg finden. Das ist nicht so leicht. Da müssen wir wohl doch geradeaus. Okay. Hier lang. Okay, da ist der Schalter. Und der wird jetzt das Giftgas umleiten, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir gerade aber nicht so sicher. Okay, das gibt es nicht. Ah, das ist die Rose. Die holen wir uns jetzt aber nicht. Ich will jetzt einfach nur noch hier raus. Wie kommt der denn hier rein? Ja, genau, Lerva.
Hallo? Ausrüsten? Und Medipack? Ich fass es nicht. Ich habe doch sowieso kaum frische Luft mehr. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Frische Luft. Aber irgendwie habe ich mich da drin total verlaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber hier ist er immer noch eingesperrt. Okay, ich habe mich da drin, glaube ich, total verlaufen. Da muss ich dann noch mal rein. Nützt ja nichts. Ist das hier? Ja. Schau mal, hier waren... Ah! Okay, hier drücken wir jetzt mal den Schalter. Jetzt habe ich frische Luft. Aber bei ihm wird die giftige Luft gerade reingeströmt. Und das mag der Herr natürlich nicht. Na, da guckt er mich wieder durch die Scheibe an. Ich weiß ja nicht, seine Stromkreise brauchen wohl auch frische Luft. Frischluft und nicht Giftluft. So. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch wieder das umleiten. So, jetzt leiten wir die ganze Chose ganz schnell wieder um. Jetzt rennen wir zum Ausgang. War der hier? Ja. So, jetzt rennen wir zum Ausgang. Rennen hier unten rein, machen die Türe wieder, die Pforte hier wieder auf. Und ich habe das früher immer nicht geschafft, den Cyborg hier reinzusetzen. Das hat immer so lange gedauert. Aber jetzt scheint das kein Problem mehr zu sein. So, wir haben beide Schlüssel, meine Lieben. Schlüssel 1 kombinieren mit Schlüssel 2. Wir haben einen Landeplatzschlüssel und wir können jetzt entkommen. Ach ja, wenn wir da hochlaufen, müssen wir nochmal schauen, dass wir speichern und frische Leben haben und so weiter und so fort. Weil da jetzt der Hubschrauber direkt vor uns natürlich wartet. Aber der kann lange warten. Wir laufen wieder zurück. Das ist ja den Weg, den wir schon kennen. Der führt uns jetzt hier hoch. Zum... Nee, warte mal. Ach ja. Ich muss ja hier hoch. Gut. Der führt uns jetzt auf jeden Fall hier wieder hoch. Zur Tür, wo wir eben waren. Und ja, dann haben wir das Spiel geschafft. Ich fasse es nicht. Rückwärts? Ah. Okay, da muss ich aber nicht hin. Ich muss doch hier einmal um die Ecke. Ich muss doch da hin. Ist okay. Prima, Mädchen, das war Spitzenarbeit. Und jetzt prima, Mädchen, ich wäre beinahe gestorben. Nee, wir bleiben aber in Verbindung. Abgemacht? Vielleicht werden wir ja noch Brieffreunde oder sowas. Knochiger Hintern? Das will ich überhört haben. Aber wir bleiben in Kontakt. Und jetzt mach Platz, Yankee Patschke. Ich komme. Sag hier noch was? Nee. So, danke fürs Zusehen. Das war Tomb Raider 5. So, wir können jetzt wahrscheinlich nochmal das Endvideo sehen. Also das Video dazwischen habt ihr jetzt nicht gesehen, aber Werner von Kreu wurde nochmal gezeigt in Ägypten. Und er hat sowas, da kam ein kleiner Junge angelaufen. Von Kreu, kommen Sie her, ich hab hier, wir haben hier was. Und dann so, was haben Sie denn, was haben Sie denn? Und dann zeigt er nur den Rucksack. Geht den Rucksack und sagt, wir haben Sie gefunden. Ja, Tomb Raider 4 dachte man ja immer, das ist jetzt, werden wir nie wieder was von Lara hören. Aber in Tomb Raider 5 wird aufgeklärt, sie haben Lara gefunden. Und in Tomb Raider 6 wissen wir ja eigentlich nicht wirklich, was passiert ist. Aber sie ist auf jeden Fall wieder da. Und das war ja eigentlich nur wichtig. Ja, hier sehen wir jetzt noch von den Machern, wer das Spiel hier designt hat und animiert hat und so weiter und so fort. Wer die ganzen Bugs eingeschlichen hat, obwohl wir haben jetzt nicht so viele Bugs gehabt. Aber es gibt wirklich in diesem einen Raum mit dem ersten Cyborg Bugs ohne Ende. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Wir hatten jetzt ja überhaupt keine Probleme, komischerweise. So, sie läuft gerade weg. Ich mochte persönlich, meine Lieblingsgeschichte von diesen vier Geschichten ist einfach die, wo sie 16 Jahre alt ist. Und
auf dieser kleinen Insel ist. Die Geschichte ist einfach sowas von niedlich. Mich würde es eigentlich mal interessieren, was eure Lieblings von, also von diesen vier Teilen, was euer Lieblingspart jetzt gewesen ist. Würde mich mal auch interessieren. Mal gucken. Ja, eigentlich warte ich jetzt darauf, dass nochmal diese Endstatistik aufgezeigt wird, aber irgendwie läuft hier noch Script durch und Producer durch und so weiter und so fort. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen die Zeit vertrödeln. Ach, guck mal, da gab es sogar ein QA. Okay. Oh Gott, viele sogar. Ja, in der Zwischenzeit sehen wir immer wieder dieselben Sequenzen. Ja, die wir selber nicht gespielt haben. Weil, naja, ihr wisst schon. Wie sie da so schnell nach hinten gekommen ist. Oh, bam. Leider können wir das noch nicht. Das können wir erst ein Stückchen später. Aber das wissen wir ja mittlerweile auch schon. So, können wir mal bitte zum Ende kommen? Ich möchte meine Endstatistik sehen. Nein! Das gibt's doch nicht! Sie enthalten mir meine Endstatistik vor. Ich dachte, ich kriege jetzt nochmal eine schöne Endstatistik zu sehen oder sowas. Tja, da muss ich wohl doch nochmal das letzte laden, damit ich meine Endstatistik nochmal kriege. Dann werde ich nämlich gleich hier nochmal hochlaufen und mir meine Endstatistik holen. Hi! Bevor ich jetzt also gleich zum Ende laufe, hier Lung, dann hier vorne hoch, Schlüssel einsetzen. Sobald ich einen Schlüssel eingesetzt habe, gucke ich mir meine Endstatistik mal an. Geht ja gar nicht hier. Ach ja, immer noch in die Richtung. Ja. Immer noch hier hoch. Dann haben wir eigentlich fast alle Tomb Raider Level durch, außer natürlich Tomb Raider 8, das Remake zu Tomb Raider 1, was ja eigentlich gar nicht Tomb Raider 8 ist, sondern eigentlich zählt das ja nicht als Tomb Raider 8, sondern wird halt als ein weiß ich was für Tomb Raider gesehen. Prima, ich finde das war Spitzenarbeit. Und jetzt schwing deinen knochigen kleinen Hintern da raus. Hey, wir bleiben aber in Verbindung. Abgemacht? Vielleicht werden wir ja noch Brieffreunde oder sowas. Knochiger Hintern? Das will ich überhört haben. Aber wir bleiben in Kontakt. Und jetzt mach Platz, Yankee Fatzke. Ich komme. So. Ich stelle sie nochmal schön hin, dass wir sie sehen. Das ist Lara Croft. Sie hat mich zu einem... Okay, Gesamtzeit. Hallo, kannst du mal stehen bleiben? 5 Stunden, 50 Minuten etwa. Wir haben 26.035 Meter bzw. 26 Kilometer zurückgelegt. 3.824 Munition verbraucht, 28 Medikit-Packs und 14 von 36 Secrets gefunden. Yeah! Ja. Soweit, so gut. Und da sind wir nochmal. Ich habe mal ganz kurz einen Spielstand organisiert. Wir gucken uns einmal kurz dessen Statistik an. Ja, das Allerwichtigste an diesem Spielstand ist wohl, dass 36 von 36 Geheimnissen gefunden wurde und schon 8 Stunden gespielt wurde. Also das ist so ein Spielstand, womit das ganze Spiel so gezeigt oder durchgemacht wurde, um eine gute, kann man sagen, um eine gute Beschreibung von Spiel zu machen. Und ich laufe jetzt einmal hier durch und wenn wir das gemacht haben und das Ende haben, werde ich euch dann kurz mal zeigen, was passiert, wenn man wirklich alle Secrets hier wirklich findet. Dazu laufe ich hier hoch und ihr seht mich gleich nicht mehr. So, hier sind wir wieder und hier sollten jetzt irgendwo da spezielle Features erscheinen. Jetzt können wir uns ein paar Sachen hier angucken, wie zum Beispiel das Storyboard. Was total verbuggt ist. Oder das Next Generation Concept Art, was total verbuggt ist. Oder das Storyboard 2, was ich auch nicht sehe. Und die Galerie, die ich auch nicht sehe. Yeah! Wir haben Special Features, die ich nicht angucken kann. Naja, vielleicht könnt ihr es ja. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es nicht getestet. So, ich kann sie mir nicht angucken, aber ihr könnt es vielleicht... Ja, es ist super. Es ist so klasse. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt mir hier unten rein, welche von diesen vier Geschichten ihr am liebsten magt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald beim letzten Tomb Raider. Ciao!